künstliches Kniegelenk, was bedeutet das eigentlich und was kommt dabei auf Sie zu? Beim sogenannten künstlichen Kniegelenk muss nicht das gesamte Gelenk ersetzt werden. Häufig reicht es aus, die verschlissenen Gelenkflächen zu überkronen, das heißt mit einem neuen Belag zu versehen. Mehr erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preis. Neben den Hüften sind es vor allem unsere Knie, die mit dem Älterwerden häufig verschleißen. So werden aufgrund von Arthrose allein in Deutschland jährlich mehr als 170.000 sogenannte künstliche Kniegelenke eingesetzt. Wenn Sie unter Arthrose leiden, interessieren Sie solche Zahlen aber sicherlich nur am Rande. Was zählt, ist Ihre persönliche Lebensqualität. Operation, künstliches Kniegelenk, das macht einem zunächst erst einmal Angst. Das will man eigentlich nicht, trotz all der Schmerzen. Ich kann das gut verstehen. Deshalb vorweg zunächst etwas ganz Persönliches. Klar, es wäre schöner, Sie hätten keine Arthrose, Sie hätten keine Schmerzen. Schmerzen, die über die letzten Jahre trotz Spritzen, Tabletten, Physiotherapie immer schlimmer wurden. Wenn es aber nun einmal so ist, bleibt nichts anderes, als es anzunehmen. Sie sollten versuchen, die Sache positiv zu sehen und sich bewusst machen, hey, Gott sei Dank, es gibt eine Möglichkeit, mein Problem zu lösen und mir meine Schmerzen dauerhaft zu nehmen. Und Sie sollten wissen, die Ergebnisse nach einer solchen Operation sind dank der Fortschritte in der Medizin wirklich exzellent. Was macht diesen Fortschritt in der Medizin aus? Naja, man weiß, dass Knie nicht gleich Knie und Arthrose nicht gleich Arthrose ist. Man behandelt heutzutage individuell. So ersetzen wir Kniespezialisten nach Möglichkeit nur die Teile des Gelenkes, die verschlissen sind und erhalten so weit als möglich die gesunden Strukturen Ihres Knies. Konkret bedeutet das Folgendes. Bei einer fortgeschrittenen Arthrose ist der Gelenkknorpel abgerieben und es reibt Knochen gegen Knochen. Das macht natürlich Schmerzen. Künstliches Kniegelenk bedeutet heutzutage, dass man die verschlissenen Gelenkflächen lediglich mit einem neuen Belag versieht. Ich möchte Ihnen das hier einmal zeigen. So sieht schematisch ein verschlissenes Kniegelenk aus. Sie sehen, dass der Knorpel auf der Innenseite stark geschädigt ist, aber auch die Außenseite hat bereits erste Knorpelschäden. Hier muss die Innen- und die Außenseite mit einer neuen glatten Oberfläche versehen werden. Nur so kann das Problem dauerhaft gelöst werden. Und so sieht das aus. Hier der Oberschenkelknochen, der mit einer Kappe aus Metall quasi überkront ist. Der Unterschenkelknochen hat eine Auflage aus Metall. Dazwischen befindet sich eine Gleitfläche aus Kunststoff. Und hier sehen Sie das Ganze von vorne. Wir Mediziner nennen ein solches künstliches Gelenk bikondylären Oberflächenersatz. Oberflächenersatz bedeutet, dass die Gelenkenden quasi überkront wurden. Und bikondylär heißt, dass beide Gelenkanteile, das heißt sowohl die Innen- als auch die Außenseite, überkront wurden. Der künstliche Gelenkersatz wird also auf das wirklich Notwendige reduziert. Wichtige Strukturen, die nicht verschlissen oder geschädigt sind, wie beispielsweise die Stabilisierungsbänder, bleiben erhalten. Mehr zur Operation selbst und zur Nachbehandlung erfahren Sie in unseren weiteren Medclips. Oder Sie vereinbaren einen persönlichen Termin hier bei uns in der Klinik am Ring Köln. Bleiben Sie gesund, Ihr Stefan Preis.